Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 11 inzwischen, von Project Zomboid. Meine Stimme ist noch angeschlagen, wie man hört. Und die Katze denkt sich, nee, wenn sie jetzt die ganze Zeit sabbelt, will ich lieber vom Schoß sein. Na gut. Und ich mache heute mal eine kleine Testaufnahme. Mal gucken, was meine Stimme dazu sagt, zu so einem halben Stündchen ungefähr. Und es geht los. So, ich kann hier einen Haken setzen, damit dieser Guide nicht jedes Mal zu Beginn zu sehen ist. Und der gute Nathaniel ist noch in der Küche. Und ich habe natürlich in der Zwischenzeit trotzdem weiterspielen wollen und habe mir ein ja, Alter Ego sozusagen gebastelt, damit ich hier nicht weiterspiele. Und diese, muss ich sagen, hat hier in diesem Haus eine Nachricht hinterlassen. Das ist meine Nachricht. Wo habe ich die denn hingelegt eigentlich? Auf jeden Fall habe ich das Auto gemopst, wie man sieht. Ganz frech. Aber ich dachte mir, ich darf mir ja wohl mein eigenes Auto mopsen. Denn ich habe eine Location gefunden, die sehr viel besser zu sichern ist und die gar nicht so weit weg ist. Und dachte mir, der gute Nathaniel, der kann da sicherlich auch zu Fuß hingehen. Und ich habe ein paar heiße Tipps bekommen, wie wir ein bisschen besser zurechtkommen. Ach, da hinten läuft er lang. Zäh. Weniger schleichen ist manchmal mehr. Denn Schleichen verbraucht ganz viel Ausdauer. Und die brauchen wir ja zum Zuschlagen. Insofern gehen wir mal besser ein bisschen. So, jetzt bin ich aber doch ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich hätte hier eine Notiz hingelegt. Ah, hier ist er. Hier war doch noch irgendwo einer. Schicker Hut. So. Oh. Militärstiefel. So ein Overall ist auch noch nicht schlecht. Der passt gar nicht mehr. Ach, ich bin auch schon wieder völlig überladen wahrscheinlich. Und vom Training erschöpft. Ja. Ich glaube, ich muss Leute gleich reingehen und hier nochmal kurz das Equipment überarbeiten. So. Ah, hier ist die Notiz. Aha, hier. Notiz von Speranza. Hey Leute, ich habe eine coole Hütte südwestlich von hier gefunden. Ah! Ja. So soll man das ja nicht machen, ne? Bei so einer Aktion ist Speranza gestorben, übrigens. Ah ja. Immer die gleichen Fehler, ne? Immer. Wir nehmen die Notiz, gehen nach drinnen und lesen sie dort. Pro-Tipp.
Wobei ja nicht mal hier ist man sicher, weil hier ja noch die Fenster offen sind. Ich gehe mal hier rein. So. Das ist ja hier das Problem. Also, ich habe eine coole Hütte südwestlich von hier gefunden. Einfach am Park vorbeilaufen. Das Haus ist fast eingezäunt. Ich mache jetzt den Rest. Kommt vorbei. Okay. Das klingt gut. Das machen wir. Und wir legen die Notiz hier natürlich wieder hin für nachkommende Überlebende. So, also. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, zu viel im Ruck. Oh, es ist entsetzlich. Ich bin überladen, obwohl ich nur meinen Kram habe. Ja, also, der braucht einen kleineren Rucksack, damit er nicht dauernd sich überlädt, glaube ich. Der kann eigentlich gar nichts mitnehmen. Der kann nur... Er ist ja Ranger, was kann er denn? Also Stärke müssen wir auf jeden Fall trainieren weiter. Was kann er denn? also Landwirtschaft wird er auf jeden Fall lernen. Hier unten. Ach ja, hier unten ist es ja. Fallenstellen, genau. Nahrungssuche, Fallenstellen. Dafür ist er zuständig. Okay, dann kann er noch ein bisschen Landwirtschaft lernen und dann haben wir da schon mal einen guten Charakter. Ich glaube, Speranza hatte hier schon ein bisschen was mitgenommen, tatsächlich. Das lasse ich mal da für eventuelle Nachzügler. Ja, das auch alles. Dann würde ich mich jetzt... Oh, es ist 16.30 Uhr, doch, das schaffen wir noch. Ich bin mal auf dem Weg. Kugelsichere Weste haben wir an. Wir haben keine Jacke oder so, ne? Sieht das richtig, dass die Arme frei liegen? Ist eigentlich blöd, aber gut. Kurz Karte öffnen. Wir gehen hier entlang. Jetzt haben wir schon den Grill organisiert. Aber in der neuen Basis gibt es was Cooleres. So, hier ist der Park. Guten Tag. Drin im Briefkasten. Schade. Ja, hier wurde schon ganz gut aufgeräumt. Ah ja, Kochmagazin. Bereits gelesen. Okay, nehmen wir trotzdem mit, oder? Ja. Das lohnt sich hier im reichen Viertel mal die Briefkästen anzugucken. So, lass mal auf die Karte gucken. Aha, aha. Was ist hier denn los? Schickes Auto mit Hänger. Ein Taxi.
Ein Schild. Noch ein Auto. Da ist mein Auto. Sieh mal an. Und hier ist abgesperrt. Okay. Genau. Das ist also hier tatsächlich schon ein bisschen befestigt. Hier ist dicht. Hier ist Zaun. Hier hinten ist Garten. Und da ist schon was angepflanzt. Perfekt. Hier ist nur eine Hecke, das heißt, hier kommen Zombies durch. Alle Fenster sind verrammelt. Da war ein Tischler am Werk. Spiranza hatte Tischlern schon ein bisschen gelevelt. Es war wirklich sehr bitter, dass sie gebissen wurde. Na gut, dann wollen wir mal reingehen. Die Vordertür ist zugenagelt. Die könnte man bei Gelegenheit nochmal wieder aufmachen, aber hatte ich jetzt erstmal zugelassen. Das war hier nämlich tatsächlich ein Prepper-Haus. Und hier liegt eine weitere Nachricht. Das wundert mich jetzt, dass hier nur das draufsteht. Hey Überlebende, ich habe diese Bleibe gefunden. Der Zaun ist super, ich denke, ich kann hier überwintern. Nach dem Winter geht es ab nach Louisville. Schließ dich mir gerne an. Fleißige Helfer, gerne willkommen. Hinterlass mir eine Nachricht. Grüße von Speranza. Das irritiert mich jetzt, denn ich hatte hier noch eine einen Zusatz drauf geschrieben. Wieso ist der nicht gespeichert worden? Nachtrag. Ich wurde am 12.09. leider gebissen. Ich werde wohl nicht mehr lange Zeit haben. Ich habe die Wand nach Süden hin verschlossen. Von da sind wir sicher. Ich war auf der Suche nach einem Generator, als es passierte. Der fehlt dringend, da die erste Ernte reif ist und wir nicht kühlen können. Ich hoffe, diese kleine Basis im Aufbau hilft anderen Überlebenden. Ich hoffe, ihr schafft es nach Louisville. Ein letzter Gruß von Speranza aus Riverside. Das ist ja komisch. Das hatte ich hier mit draufgeschrieben. Jedenfalls haben wir hier einen Kamin. Das heißt, wir brauchen keinen Grill. Für den Sommer wäre es vielleicht ganz nett, aber jetzt erstmal brauchen wir keinen. So, wir haben hier einen Wanderrucksack, da sind hier Kampfklamotten drin. Da packe ich auch mal jetzt die kugelsichere Weste rein. Ich glaube, alles, was bloody ist, packe ich mal zur Wäsche. Warte mal, was war das jetzt hier? Stiefel können da rein. Der Overall ist jetzt nicht unbedingt Kampfklamotte, aber auch mit Schutz. Das heißt, der kommt hier in den Rucksack daneben. Die hatte ich auch mal benannt. Komisch. Der hieß Kampfmontur. Der hieß Alltag. Weil sonst schwitzt der Charakter immer nur und oh, warte mal, hier kann man irgendwo, gibt es hier Sneakers, glaube ich. Hier nicht, irgendwo.
Sag mal, hier ist doch. Die Tasche von Speranza fehlt auch. Die hatte ich da hingelegt. Ach nee, 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 nee. Die hat. Nee, das stimmt nicht. Die hat eine Kollegin aufgesammelt, die nämlich die Autos angeschleppt hat. Es gibt jetzt eine Kfz-Mechanikerin hier. Jacqueline Schrauber. Die hat ein paar Autos gebracht. So, hier, das ist blutig. Schmutzig und blutig. Alles rein da. Alles rein da. So. Oh, die Socken sehen aber auch nicht mehr besonders fit aus. Wo sind sie? Was schmutzt? Ach komm. Ja, genau. Wir hatten hier die schicke Unterwäsche an. Das ist sehr schön. Ach, die Staubmaske, oder? Ah, die packen wir mal damit rein. Okay. So, wir sind im Alltag unterwegs. Das heißt, wir können jetzt mal. Es ist ja schon Herbst. Rollkragenpulli nehmen. Unseren Overall. Und Socken. Schuhe fehlen noch ein paar. Ja, hier sind ja nicht so schwer. Gewicht 1, 0,3 ausgerüstet. Oh, hier Löcher. Die sind bloody. Können wir gleich mitwaschen. Okay. So, wieso bist du angespannt? Ich muss erst mal gucken. Bin ich eigentlich Raucher? Ah ja, die Geschichte. Okay. Gut. Jetzt haben wir keine Zigaretten von drüben, glaube ich, mitgenommen, aber wir haben hier auch ein paar zumindest. Aber ich will mal eben hier was essen, denn ich habe ja hier im Kühlschrank. Oh, alles verrottet. Oh, schade, schade. Und wir haben noch keinen Komposter. Das ist tatsächlich ganz schade. Weil den hätte sie bauen können, die Speranza. Aber ich bin da nicht mehr zugekommen dann. Cracker sind auch nicht so richtig gehaltvoll hier. So, hier haben wir auch noch so leckeren. Warte mal. Ah, warte mal. Was haben wir denn hier? Müsli, Dose mit Kondensmilch. Die ist auch noch offen. Oh, die ist auch verrottet. Oh nee, das ist doof. Haben wir noch frische? Also. Ach Quatsch, primär ausrüsten. Mein ja. Öffnen. So, können wir jetzt hier irgendwie
So ein bisschen pimpen. Honig. Mehr nicht. Na gut, essen wir das jetzt mal. Das da wieder rein, das da wieder rein. Schüssel weg. Das kann in den Müll, das kann in den Müll. Das lassen wir da erstmal im Kühlschrank drin, leider. Ja, wir haben ja sogar Müll. So, weg damit. Bis wir damit irgendwas anderes anfangen können, vielleicht irgendwann mal. Rauchen. Ich glaube, die Zigaretten habe ich schon. Ne, hier nicht. Ah, da ist die Wäsche. Da habe ich eine Zigarette hingepackt. Ach, habe ich hier nicht sogar welche? Ach, ich habe doch. Ach, hier, guck mal. So, okay. So, wir brauchen eigentlich jetzt einen anderen Rucksack. Ach, warte mal, die können wir doch anziehen. Dann können wir nämlich die Blutigen hier mal zur Wäsche tun. Dann gucken wir uns hier das Bücherregal mal an. Wir brauchen dringend noch ein Buch, was uns verrät, wie man einen Generator benutzt. Ach, das haben wir doppelt, siehste. Wir lesen erstmal alles, was wir noch nicht kennen. Müssen wir uns irgendwie nachts ein bisschen beschäftigen. Wir könnten jetzt auch schlafen, aber ich würde gerne die Tageszeit dann für die Dinge draußen nutzen. Zum Beispiel gucken, wie es den Pflanzen geht und so. Und dann kann man besser nachts was lesen. Wobei ich mich frage, wie er das alles liest im Dunkeln, aber gut. Genau, wir können auf jeden Fall mal Kastenfallen und Käfigfallen herstellen. Die Autorenbücher sind jetzt nicht so entscheidend für uns, aber egal, wir lesen einfach alles. Ich sehe gerade unten auf dem Bild, die Hose hat ein Loch. Oder ist sie dreckig? Das werden wir gleich kontrollieren. Fertig. Und die Flasche ist leer. Also, es ist hier folgendermaßen. Wir haben hier einen Kamin. Ist da schon Wasser drin, was gekocht wurde. Das ist gut. Da können wir mal unsere Flasche auffüllen. Und den Kochtopf können wir nochmal wieder reinstellen. So, dann müssen wir auf jeden Fall den großen Wanderrucksack mal ablegen. Ich weiß gar nicht, wo wir den jetzt mal hinpacken. Vielleicht hier in die Werkstatt. Haben wir eine Taschenlampe? Ah ja. So sieht's hier aus. So, großer Wanderrucksack platzieren. So. Gürteltasche hinten. Gewicht. Ja, also ich kann ja warte mal, wo haben wir denn jetzt noch eine unbenutzte Tasche rumfliegen? Haben wir noch irgendwo eine?
Wie ist das mit dem Wanderrucksack? Fassungsvermögen 26. Was ist denn mit dem? Okay, wenn ich den jetzt so trage, bin ich nicht überladen, aber. Ah, gut. So, dann machen wir mal eben Lampe wieder aus, Batterien sparen und schauen uns mal eben kurz die Klamotten an, die wir tragen. Hier ist ein Loch drin. Okay, Faden, Nadel. Loch flicken. Gut, das ist ganz schön blutig hier alles. Das Waschen und so. So, was haben wir noch? Rollkragenpullover ist okay. Ja. Hier ist quasi unsere Nähstation. So, dann müssen wir auf jeden Fall einmal trainieren. Sonst sind wir hier mit dem echt ausgebremst. Selbst wenn er auf Nahrungssuche geht und ach, nicht ablegen, fallen lassen. Dann ist der gleich überladen, wenn er ein paar Beeren gepflückt hat. Das ist Quatsch. So, wir brauchen Stärke. Das heißt Liegestütze. Wir machen jetzt mal ein paar mehr, mein Freund. Da musst du durch. Da müssen wir alle durch. Ja, ist schon anstrengend. Ja. Oh, herrlich. Jetzt hat er 7. Unfassbar. Ja, Manto, Manto. Gemäßigte Anstrengung, etwas gelangweilt und unangenehm heiß. Ja, das wird jetzt wieder besser. So, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Nochmal die Lampe an, damit man nochmal ein bisschen was von uns sieht. Wir sind umgezogen in die neue Base und morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, schauen wir uns hier bei Tageslicht mal genauer um. Bis dann!